Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern in SnowRunner begleitest. Ja, wir machen die Mission Festgefahrene Anhänger. Der steht da unten im Sumpf. Deshalb habe ich mir mal den Tatra geholt. Und dann werden wir das Ding da mal rausziehen. Ich hoffe, das ist nicht so schwierig, wie es jetzt aussieht hier in dem Sumpf. Aber man muss ja immer vor den Überraschungen gefasst sein. So, ich glaube, wir drehen gleich mal um. Also, ich habe ja noch keinen anderen Lastgang. So, Allrad an. So, das ist der Last. Mach den Automatikgang bitte noch rein. Danke. Das muss noch mit dem gehen. So, am besten gerade hin. Und einfach rückwärts oder vielleicht eher außen rum. Also dadurch, statt hier einfach gerade, hier ist kein Baum und kein gar nichts. Ich meine, der Tatra sollte das wahrscheinlich schon so schaffen, aber dafür ist es hier nicht sehr tief. Wie schlammig ist es denn hier? Doch schon. Dann fahren wir doch ein bisschen außenrum hier, wo die Bäume liegen. Ich glaube, das ist Quatsch, oder? Bin mir nicht sicher. So, ich probiere es jetzt einfach rückwärts ran. Wenn es klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, können wir immer noch außen rum probieren. Ja, ich will hier nicht zu viel Zeit verbringen. Ich würde gerne noch zwei versunkene Trucks aus dem Schlamm rausziehen. Und deshalb, damit ich das auch noch schaffe und ihr das zu sehen bekommt, hier mal Gas geben. Ah ja, das ist ja schon eine befestigte Straße hier in SnowRunner. Das ist ja kein Sumpf hier. Das ist ja gar nichts. So, den haben wir. Einmal ankoppeln, bitte. Dankeschön. Na, falsche Taste, Entschuldigung. Und einmal rausgezogen. Fertig. Das ist die Laube. Das ist ja einfacher als mein Tankanhänger da aus dem Sumpf im Norden da rauszuziehen. Das hier ist ja gar nichts. Da sinkt man ja noch nicht mal richtig ein hier. Das ist ja echt easy. Ja, das ziehen wir ganz locker hier durch. Kein Problem. Das kleine Hügelchen hier hoch. Ist auch noch so ein Schiebeplanauflieger. Das ist ja gar kein Problem. Können wir auch einfach so fahren. Automatik, nur mit Allrad. Ja, sieht gut aus. Kommen wir ein kleines bisschen flotter voran. Müssen nur da hoch, dann ist schon auf der Straße. Dann passt das alles. Der Tatra ist zwar auf der Straße so nicht der schnellste und überhaupt nur der schnellste, aber im Gelände ist der echt Bombe. Ist echt der Hammer. Ja, da bin ich schon froh, dass ich den hier im Season Pass DLC irgendwie bekommen habe gleich. Weil er ist ungemein hilfreich am Anfang für solche Sachen. Also da mit dem Paster oder so hätte ich mir bestimmt schwerer getan. Aber nun gut, der kommt auch noch in Einsatz. Wie gesagt, ich will noch zwei versunkene Trucks retten. Die müssen, glaube ich, zur Farm, wenn mich nicht alles täuscht. Und das machen wir gleich als nächstes, sobald wir den hier abgegeben haben. Wie gesagt, nur noch die Straße lang. Da vorne ist noch so ein bisschen, ja, der Durchbruch zwischen den Felsen, der Felsrutsch oder wie auch immer. So, jetzt geht es wieder ein kleines bisschen schneller voran. So, wenn wir das hier hinter uns haben, dieses Stückchen, das ist eigentlich kein Problem. Das sind halt nur viele Steine. Da macht man sich halt die Aufhängung kaputt, aber ansonsten einfach nur durchbrettern und gut ist. Einmal über die verschüttete Straße. So, da vorne geht es dann links und jetzt sind wir auch schon fast da. Alles ganz easy. Wie gesagt, schneller geht leider nicht mit Tatra, aber im Gelände ist das echt eine Riesengranate. Also da hat er richtig was drauf. Der Schnorchel geht auch hoch bis übers Dach. Den kann man eigentlich ganz im Wasser versenken. Ist der Fahrer schon eine, ist
Sauerstoffflasche braucht. So, Moment, bin ich hier richtig? Ja, ne? Ja, ich bin richtig. Wollen wir nicht auf die Karte gucken. Ich weiß es einfach. Selten genug. Ich verirre mich hier gerne. So, jetzt auch schon wieder dunkel. Das war ja auch nicht der Plan. Jetzt wieder im Dunkeln rumfahren. So, gleich da vorne ist es schon. Kein Thema. Gleich geschafft. Ja, schönes Gefährt, der Tatra. Fällt mir echt gut. Zieht ordentlich was weg. Wie gesagt, die anderen zwei, die mache ich mit dem Pacer. Und habe auch noch den Wartungskoffer hinten drauf gesetzt. Hier? Nein, eins weiter. Ah, da müssen wir doch noch durch so ein Schlammloch durch. Okay. Das sollte eigentlich auch kein Ding sein. Einmal hier ein bisschen seitlich, dann passt das. Okay, kleiner Gang, Differential. Dann passt es auf alle Fälle. Ja, ein anderes Getriebe mit dem Lastgang Plus, das wäre ganz genial bei dem. Wäre im Gelände auch ein bisschen flotter unterwegs. So, da soll der hin. Alles klar. Das schaffen wir. Einfach nur reinfahren und gut ist. Aufgabe anzeigen brauche ich nicht. Die habe ich. Ich bringe deinen Hänger schon. 42 Erfahrung, 1600 Credits. Das nehmen wir gerne. So, Motor aus, Handbremse an. Einmal auf die Karte und zur Werkstatt. Wo ist sie? Hier. Ja, der eine ist hier der versunkene Schwertrag. Und dann hier der versunkene Sattelzug. Die müssen, glaube ich, beide zur Farm. Und dann nehmen wir den Pacer. Ach nein, ich muss ja da rein. Entschuldigung. Bin mir manchmal ein bisschen verwirrt. So, da habe ich, wie gesagt, den Wartungsaufhänger drauf. Können wir notfalls was reparieren. Bisschen nachtanken. Also, aber wir könnten mal früh morgens machen. Dann sieht man auch ein bisschen was von dem Unfug, den ich hier treibe. Ich hoffe, ich bleibe nicht wieder im Schlamm stecken oder so, wie wir den Tankanhänger rausgeholt haben. Das war ja eine totale Katastrophe in der letzten Folge. Schaut gerne rein, falls ihr den noch nicht gesehen habt. So, einfach mal hier rechts. Da kommt wieder unsere Lieblingsstelle, die wir schon gefühlt 100 Mal gefahren sind. Aber wir haben es bis jetzt geschafft, da durchzukommen. Also kommen wir diesmal auch durch, hoffe ich, mit diesem Koffer. Sicher bin ich mir nicht, aber ich hoffe es. So, einmal Allrad. Lastgang rein. Notfalls haben wir noch das Differential und einen kleineren Gang. Naja, kein Problem. Solange er nicht umkippt, ist das überhaupt kein Problem hier durch. Okay. Jetzt sind wir auch schon gleich wieder draußen hier. Wir können probieren, mit Automatik weiterzufahren. Obwohl der Weg da hoch auch schlammig ist. Und man kann hochschalten. Das geht auch im Automatikgang manuell. Mit linker Shift-Taste. Wenn er nicht von alleine schaltet und hohe Drehzahl hat, dann kann man da mit der linken... Wow. An der Tastatur mit der linken Shift-Taste selber dann hochschalten. Na, komm schon, das packst du. Ja, jetzt runterschalten geht dann auch. Allerdings, da weiß ich nur nicht genau, wie und wann. Ein Drehzahlmesser oder so gibt es ja hier nicht. Wow, das war... Also, komisch bin ich hier noch nie gefahren. Liegt das an dem Wartungsanhänger? Nö, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon eher an mir. So, komm schon, drehen die Räder durch? Nö. Ja, dann mach halt doch den Gang rein kurz. So, jetzt aber. Komm schon, du packst das. Zu viel Gewicht auf der Hinterachse, oder was?
Alter, also diese Fahrspuren hier, die Fahrrinnen, das ist teilweise echt übel. Längst nur ein bisschen und schiebt sich da komplett in der Gegend rum. So, da sind wir schon gleich angekommen. Da hinten drin steht er. Oh, einmal rechts abgebogen. Da vorne will ich nicht reinfahren. Oh, also da in das Wasserloch. Da weiß ich nicht, ob wir da wieder rauskommen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin bis jetzt immer hier außen rum gefahren. Müssen wir mal testen. Aber natürlich nicht jetzt. Jetzt wollten wir was anderes. Wo ist er denn jetzt genau? Na, fahr schon. Ah, da hinten steht er. Okay. Na, einmal hier lang. So, jetzt nehmen wir mal einen kleinen Gang. Lastgang Plus oder Niedrig Plus, wie da unten steht. So, einmal hier durch. Das geht noch gut. Okay. Schaukelt der so da runter. Was ist hier los mit dir? Noch sumpfiger als gedacht. Okay, da ist der Kollege. Was ist das dahinter? Das blau umrandete? Ah, ich glaube, das ist die eine Quest hier. Moment, die Mission Entwässerung, oder? Pumpe unweit der Werkstatt. Ja, genau, das ist die. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir da schon sind, verschwundene Maschinen. Ne, das ist was anderes. Wenn wir schon hier sind, ich glaube, die 2 Meter können wir dann auch noch fahren. So, also ich würde sagen, gleich rückwärts. Bin ich hier auch schon durchgekommen? Naja. Na gut. Hat ja gepasst. Hat ja gut geklappt. Einmal rückwärts da ran. Sprit haben wir noch. Wie gesagt, wir haben auch Sprit dabei. Können also jederzeit auftanken. Baumstämme gibt es ja auch. Sollte auch kein Ding sein. Brett, bisschen da, wo es niedriger ist. Nicht in die tiefen Löcher fahren. Wir haben zwar schon einen Schnorchel da vorne, aber trotzdem. Na, wo hebt's? Super. Ach, das ist doch... Winde verbunden. Ja, ich weiß nur nicht wo. Ich muss wieder ein bisschen nach vorne kommen. Jetzt geht das schon wieder los. Also irgendwie ist doch verhext, oder? Warum bin ich nicht in dem Niedrigen hier gefahren? Manchmal aber auch. So, komm, zieh mich mal raus hier. Also irgendwie erwische ich immer die tiefsten Schlammlöcher. Das ist halt irgendwie so meine Passion irgendwie hier. Immer schön in die tiefen Löcher rein, statt auf dem höheren zu bleiben. Halt, wir wollen rückwärts. Na, wieso ist das Differential schon wieder aus? Achso, ich hatte den Automatik angeschalten. Vom niedrigen, vom Lastgang direkt in Rückwärtsgang schaltet, bleibt das Differential an. Und wenn man natürlich zuerst in Automatik schaltet, dann natürlich nicht. So, jetzt aber. So, hier ist nicht ganz so schlimm. Komme ich wirklich da hinten hin? Ich glaube, ich will es nicht versuchen, weil das hat jetzt schon keinen Wert, so wie ich das sehe. Okay, wir probieren es anders. Ich fahre da mit dem Scout hin und hole das mit dem Scout so. Wir hängen den einfach mal an. So, starten den Motor. Dann hilft er uns ein bisschen mit. Vorwärtsgang. Und dann schauen wir, ob wir das hier rauskriegen. Na, kommt der? Ne, bei dem drehen auch nur die Räder durch. Na, das kann doch jetzt nicht... Was ist denn hier los? Irgendwie
macht der Pace da jetzt in letzter Zeit ganz schön schlapp, also. Anfang kam mir der echt Bombe vor, aber jetzt so langsam irgendwie will er nicht. Die Schlammlöcher sind einfach zu tief, die ich dafür ihn aussuche. Vielleicht da über die kleine Insel. Ja, eigentlich wollte ich den anderen ja auch noch rausziehen, aber ich glaube, das wird in dieser Folge wieder nichts. Ich hier wieder zu lange rumeier. Schlammbereifung wäre natürlich gut, die hat er natürlich noch nicht, aber trotzdem, also dass ich mir hier jetzt so schwer tue mit dem jetzt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Eigentlich hatte ich schon gehofft, dass wir eigentlich da ranfahren, anhängen, fertig und raus hier. Aber wie gesagt, habe ich mich wieder getäuscht. SnowRunner hat mich wieder eines Besseren belehrt. Ich komme auch nicht da hinten rüber, da auf diese kleine Insel. Das ist doch... Also entweder stelle ich mich jetzt wirklich gerade ein bisschen dämlich an, oder... Ich kann es echt nicht sagen. Ich kann das jetzt echt nicht so sagen, wirklich. Woran es jetzt wieder hapert. Also rückwärts scheint es irgendwie gar nicht zu gehen. Kann doch nicht sein. Der säuft hier im Schlamm ab und dann geht einfach gar nichts mehr. Ich komme da echt nicht ran. Tja, sorry Leute. Das war nicht der Plan hier. Ganz ehrlich nicht. Also dass ich hier so wieder festfahre, hätte ich jetzt nicht gedacht. Komme ich da ran? Und dieses eine, das in der Mitte, habe ich jetzt so aufgewühlt. Da geht gar nichts. Da geht irgendwie gar nichts mehr. Irgendwie ist der Wartungsaufbau auch nicht gerade hilfreich, glaube ich. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Ich probiere es hier nochmal. Wie weit geht meine Winde? Jetzt bin ich hier wieder fest. Ich glaube, das ist zu weit, ne? Ja, ja. Da bräuchte ich die langen Winde wahrscheinlich. Nicht noch weiter in Schlamm, bitte. Wenigstens darüber kommen würde, wo dieser Baum steht. Aber anscheinend soll das nicht sein. Na, jetzt ist mir der im Weg. So, vielleicht geht's doch noch. Komm schon. Komm schon, das schaffst du. Wow. Das ist hier aber auch ein Schlammloch. So, nicht umschmeißen, das Ding. Einfach, ja. Jetzt versaufe ich hier wieder. Das ist auch nicht zu glauben. Der Rückwärtsgang hilft mir nicht. Der Rückwärtsgang hilft mir jetzt gerade nicht. Ja, also anscheinend schaffe ich das mit Pace da echt nicht. Ich war da eigentlich guter Dinge. Ich komme da nicht ran an den. Nein, will ich nicht. Ich komme da echt nicht ran. Also Schlammreifen wären hier hilfreich. Oder einfach den Wartungsaufbau weglassen. Dass wir nicht so weit einsinken. Na? Weil so wird das wohl echt nichts. Oder ich nehme den Tatra.
Entweder oder. Tja. Tja, Leute. Diese Folge war nicht von Erfolg gekrönt, außerdem ein Planaufhänger, aber dass das hier jetzt so eine heftige Nummer wird hier, in dem Morast hätte ich nicht gedacht. Tja, ich probiere es nächste Folge nochmal ohne den Wartungsaufhänger und ich stelle mir auch gleich den Tatra hin, also falls wir da wieder nicht rankommen, dann ziehe ich den mit dem Tatra raus, das sollte kein Problem sein. Ja, schaut gerne wieder rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.